zwei Blöcke, eine Decke und ein Gurt. Haben wir das alle griffbereit? Sehr gut. Wenn wir die Blöcke vielleicht gleich nach dem Anfang platzieren, dann brauchen wir dann nicht so viel. Genau, Fenster wisst ihr ja selber einfach. Das ist auch alles gut, dass da immer ein bisschen kriegt, dann platziert man. Gut. Letzte Woche haben wir die Körperrückseite, die Körpervorderseite ziemlich intensiv bearbeitet und diese Woche konzentrieren wir uns auf die Körperrückseite. Also wir werden viele Vorwärtsbeugen machen, aber natürlich auch wieder ein bisschen in die Kraft gehen und ja, uns feine 90 Minuten machen. Ja? Bequemer aufrechter Sitz. Wir beginnen wie immer mit einer kleinen Meditation zum Ankommen. Und geben wir mal die Hände zueinander, genau, so dass sich die Handflächen berühren. Und wechseln dann ein paar Mal zum Handrücken und wieder zur Handfläche. Ein paar schöne drehende Bewegungen. Gut, und dann lass die Handrücken zusammen. Und schau, dass sich die Daumenspitzen berühren. Die Schultern entspannt und die Augen schließen. Ein paar tiefe Atemzüge, gerne hörbar. Versuch alles loszulassen, was jetzt nicht hierher gehört. Den Atem natürlich fließen durch die Nase ein, durch die Nase aus. Und deine Hände befinden sich im Selbstvertrauen-Mudra. Und wie der Name schon sagt, stärkt diese Mudra das Selbstvertrauen. Und soll dir zu mehr innerer Stärke und Ruhe verhelfen. Lenke deine Aufmerksamkeit nach innen und beginne den Atem zu beobachten. Lass den Atem ein wenig tiefer fließen.
Hände aus dem Mudra. Leg die Handflächen auf den Unterbauch. Lenke den Atem in den Bauch- und Beckenbereich. Nimm dir viel Zeit dafür. Nimm das Heben und das Senken der Bauchdecke wahr. Dann lass die Hände ein Stück höher wandern zu den fliegenden Rippen. Lass den Atem ein Stück höher wandern. Spür, wie sich der Brustkorb ausdehnt und wieder zusammenzieht. Atemzug für Atemzug. Heb die Hände noch ein Stückchen höher und leg sie auf die Schlüsselbeine. Zieh den Atem noch ein Stückchen weiter nach oben. Versuche, bis zu den Schlüsselbeinen zu atmen. Lass mit der nächsten Ausatmung die Hände auf die Oberschenkel sinken und beende die Dreipunktatmung. Finde zurück zu deinem natürlichen Atemfluss. Die Dreipunktatmung zeigt uns ganz wundervoll, wie viel Atemraum wir zur Verfügung haben. Heb mit deiner nächsten Einatmung die Arme über die Seite an. Bring ausatmend die Hände zum Herzen und senke den Kopf zu den Fingerspitzen. Öffne blinzelnd die Augen. Mit der Einatmung nochmal in die Länge
strecken, nach oben schauen zu den Händen und ausatmen zum Herzen. Ein drittes Mal einatmen, dann Länge in den Körper zeigen und aus zum Herzen. Atme ein und breite die Arme zu den Seiten aus, lass die Schultern sinken. Nur die Finger öffnen und schließen. Versuch die Bewegung kraftvoll auszuführen. Finger weit spreizen und kraftvoll deine Faust bilden. Atme aus und verschränke die Hände am Rücken, sodass die Zeigefinger gestreckt bleiben. Einatmen, das Brustbein den Blick heben. Schulterblätter zueinander ziehen. Und wieder lösen. Stell die rechten Fingerspitzen neben dir auf. Atme ein und lass den linken Arm über den Kopf zur rechten Seite ziehen. Schau möglichst, dass der linke Sitzbeinhöcker auf der Matte liegen bleibt. Und bring die linke Hand zum Hinterkopf. Dann richte den Blick zur Decke nach oben und versuch dies ein bisschen mehr nach hinten zu lehnen. Und langsam wieder lösen. Leg die Hände auf die Knie oder die Oberschenkel. Und dann schiebe mal den Rücken weit nach hinten und bring das Kinn zur Halsvorderseite. Du kannst die gerne so in den Knien schön einheben, die Arme strecken und die richtig gut nach hinten lehnen. Mit der nächsten Einatmung heb den Blick, das Brustbein, schau nach oben. Und ausatmen, runder Rücken, Knie zur Halsvorderseite. Einatmen, den Blick heben. Ausatmen, runder Rücken, Katzekuhl sitzen. Die Wirbelsäule mobilisieren, gerne die Augen schließen. Bewusst im Rücken einspüren. Ein Atemzug. Wieder zurück in die neutrale Position. Stell die linken Fingerspitzen neben dir auf. Atme ein und lass den rechten Arm zur linken Seite rüberziehen. Der rechte Sitzbeinhöcker bleibt auf der Matte liegen. Bring die rechte Hand zum Hinterkopf, schau nach oben zur Decke und versuch den Oberkörper so ein bisschen weiter nach hinten zu lehnen. Und wieder zurück zur Mitte lösen, die Schultern kreisen. Bewegung wieder zur Ruhe. Richte den Blick ganz geradeaus und dann
dass aus dieser Position das rechte Ohr zur rechten Schulter sinken. Wenn du magst, leg die rechte Hand auf die linke Schläfe, aber ohne zu ziehen. Das Gewicht der Hand reicht vollkommen. Wieder zurück zur Mitte, Blick geradeaus, linkes Ohr zur linken Schulter. Und wenn du magst, leg gerne die linke Hand auf die rechte Schläfe. Wieder mit. Gut, bring die Sitzunterlage zur Seite und komm in einen Langsitz. Leg den rechten Knöchel auf den linken Oberschenkel. Flexe beide Füße. Aufzurichten, einatmen, die Arme heben und ausatmen in die Vorwärtsbeuge über das gestreckte Bein. Und nur so weit, wie es angenehm ist für die Füße beide geflext. Lass den Kopf hängen, entspanne den Nacken. Körper langsam wieder heben und dann dreh dich aus dieser Position zur linken Seite, stell die linken Fingerspitzen hinter dir auf und bring den rechten Handrücken zur Fußsohle. Die Füße geflext. Schützt eure Kniegelenke. Stell die Hände hinter dem Rücken ab, stütz die auf und dann beug das linke Bein. Je näher du mit dem linken Bein zum Körper ranwanderst, desto intensiver die Dehnung. Du bist in der 17. Taube. Und da richten wir jetzt mal schön das Brustbein auf, strecken den Rücken und merken gleich, oh, da könnte man vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Linker Fuß, rechter Fuß geflext. Sehr schön. Langsam wieder lösen. Beide Beine strecken und die Beine ein bisschen ausschütteln. Gut. Leg den linken Knöchel auf den rechten Oberschenkel. Flex die Füße. Einatmen, die Arme ziehen nach oben. Ausatmen in die Vorbeuge. Entspanne den Nacken und lass den Kopf hängen. Den Oberkörper wieder heben. Und dreh dich zur rechten Seite, stell die rechten Fingerspitzen hinter dir auf und bring den linken Handrücken zur Fußsohle, entspanne die Schulter. Wieder langsam zurück zur Mitte. Hinter dem Rücken abstützen und das rechte Bein aufstrecken. Den Oberkörper schön strecken. Links und rechts ist meistens ein bisschen unterschiedlich. Linker Fuß geflext.
dann die Beine auf und dann schütteln wir mit Unterschenkeln aus. Gut, wir treffen uns im Vierfußstand. Stellen die Hände unter die Schultern, die Knie unter die Hüftgelenke. Stell die rechten Zehen nach hinten auf. Und dann pushen wir die Ferse von dir weg, sodass Dehnung in der Wade entsteht. Spannung in der Körpermitte, das rechte Bein heben, den Fuß flexen. Parallel dazu den linken Arm nach vorne strecken, Daumen und Zeige nach oben zurück. Halte die Spannung in der Körpermitte. Und dann bring Ellbogen und Knie zueinander. Atme ein in die Streckung. Und ausatmen, Knie. Einatmen, strecken. Ausatmen, Knie. Nochmal einatmen, strecken. Und ausatmen, zurück in den Vierfußstand. Stell die Fingerspitzen auf. Komm mit der Einatmung ins geführte Hohlkreuz. Mit der Ausatmung im Katzenbuckel. Ganz in deinem Atemfluss ein paar Wiederholungen. Noch ein Atemzug. Treffen uns im neutralen Vierfußstand, legen die ganzen Handflächen ab und drehen nochmal die Fingerspitzen zur langen Mattenkante. Mach Kreise über die Handgelenke. Ändere die Richtung. Spitzen wieder zum Mattenanfang. Stell die linken Zehen nach hinten auf und push die Ferse weg von der Dehnung in der Wade. Aktiviere die Bauchmuskulatur und heb das linke Bein nach oben. Der Fuß bleibt geflext. Rechten Arm parallel dazu. Daumen scharf zur Decke. Such die Spannung in der Körpermitte zu halten. Und bring dann Ellbogen und Knie zueinander. Mit der Einatmung strecken. Ausatmen, Ellbogen und Knie. Einatmen. Ein letztes Mal aus. Und nochmal ein in die Strecke. Zurück in den Vierfußstand, ausatmen und dreh die Fingerspitzen Richtung Knie und dann mach sanfte Bewegungen nach hinten und wieder nach vorne, dehne die Handgelenke und den Unterarm. Und dreh die Fingerspitzen wieder nach vorne. Sitz dich für einen Moment nach hinten auf die Fersen. Und dann bring einmal die Hände, die Handflächen zueinander. Genau, ein bisschen weiter.
Seite weg vom Körper. Wir kreisen die Handgelenke aneinander. Zurück in den Vierfußstand, stell die Zehen auf, streck die Beine erst heranschauen und schön einrichten, ein bisschen Bewegung zulassen, die Beinrückseiten dehnen. Lass die Bewegung zur Ruhe kommen. Dann atme hier ein im herabschauenden Hund. Atme aus und beug die Knie, sodass du sie fast auf der Matte ablegen kannst. Mit der Einatmung wieder strecken, herabschauender Hund. Ausatmen, die Knie beugen, fast ablegen. Einatmen, strecken. Ausatmen. Einatmen. Körpermitte aktiv. Die Handflächen schön in den Boden drücken. Ein letztes Mal. Wandere mit den Händen nach hinten zu den Füßen. Und dann öffne die Füße ungefähr mattenbreit, die Zehen leicht nach außen gedreht, die Knie gerne gebeugt, schnappe die großen Zehen mit Zeige und Mittelfinger und dann lassen wir den Oberkörper entspannt hängen, Balance halten, den Nacken entspannen, vielleicht magst du den Kopf schütteln. Vielleicht magst du versuchen, die Beine ein bisschen mehr zu strecken und die Dehnung in der Beinrückseite zu spüren. Atme hier tief ein und vollständig aus. Löse die Hände und stell die Fingerspitzen vor dir auf. Atme ein, atme aus und lass das Becken sinken in die Hocke. Und wir bleiben dynamisch. Einatmen, Becken hoch. Ausatmen, tief nach unten sitzen. Wenn möglich, bleiben die Fersen auf der Matte liegen. Treffen uns wieder in der Vorbeuge, schließen die Beine hüftbreit, atme ein in die halbe Vorbeuge und ausatme die ganze Vorbeuge mit den Händen nach vorne wandern in den herabschauenden Hund. Einatmend das rechte Bein heben. Atme aus, beug das rechte Bein, öffne die Hüfte, lass die linke Ferse zum Boden sinken und versuch die Schultern in einer Linie zu lassen. Die Hüfte wieder parallel zum Boden, einatmen, das Bein strecken. Ausatmen, Knie zum rechten Ellbogen. Einatmen, strecken.
Ausatmen, Überkreuz zum linken Ellbogen. Anatmen, strecken. Mit der Ausatmung machst du einen großen Schritt nach vorne. Legst das linke Knie auf der Matte ab und hebst den Oberkörper einatmend in den Lunge. Becken schön nach hinten kippen. Lange Körperseiten und aus dieser Position gerne ein Stück tiefer nach unten setzen. Sehr gut. Atmen hier ein, lass eine Länge in den Körperseiten entstehen. Dann atme aus in eine Drehung, sodass der linke Arm nach vorne zeigt, der rechte nach hinten, Schultern tief. Andere Seite nehmen. Genau, rechtes Bein steht vorne und der linke Arm zeigt nach vorne. Einatmen zur Mitte. Und mit der Ausatmung lässt du den rechten Arm Richtung Boden sinken oder schnapp dir gerne einen Block. Und dann rollt ihn über. Einatmend wieder zurück zur Mitte, beide Arme geben. Und ausatmen, Hände ablegen, in den Herabschwung. Tief durchatmen. Streck einatmend das linke Bein nach oben. Beug das linke Bein und öffne die Hüfte. Rechte Ferse sinkt Richtung Boden. Die Schultern in einer Linie. Die Hüfte wieder parallel mit der Einatmung das linke Bein strecken. Ausatmen zum linken Ellbogen. Einatmen, strecken. Und aus zum rechten Ellbogen. Einatmen, strecken. Mit der Ausatmung einen großen Schritt nach vorne. Und das rechte Knie ablegen. Den Oberkörper in den Becken schön nach hinten kippen. Die Arme hoch. Einatmen. Erst aus dieser Position nach vorne sinken, Dehnung an der Oberschenkel, Vorderseite. Ausgezeichnet. Geil. Atme hier ein, lange Körperseiten. Mit der Ausatmung öffnest du dir wieder in den Twist, der rechte Arm zeigt nach vorne. Zurück zur Mitte, atme ein, atme aus und lass den linken Arm sinken, schnapp dir gerne den Kopf, stütz dich drauf ab und leg die rüber zur linken Seite. Einatmen, Seite zurück. Ausatmen, innen herabschauen und tief durchatmen. Geh mit kleinen Schritten nach vorne zu den Händen. Beug die Knie. Lass den Rumpf, den Oberkörper hängen, schlapp die Ellbogen, entspanne den Nacken. Und vielleicht magst du so von Seite zu Seite schaukeln.
Ausatmen die Arme hin. Ausatmen die Hände zum Herzen. Sitz dir nach hinten auf einem imaginären Stuhl. Versuche in dieser Position einmal das Becken zu kippen, den Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen. Und dann schau mir nach unten, ob du deine Zehen noch siehst. Sehr gut. Streck die Arme nach oben, atme ein. Richte den Blick zur Decke. Und mit der Ausatmung sitzt du ein bisschen tiefer nach unten. Ist ja wieder nicht sehr gemütlich. Bring die Handflächen zueinander. Und dann bring den linken Ellbogen zur Außenseite des rechten Knies. Versuch die Hände auf Höhe des Herzens zu zentrieren. Stabile Beine. Knie drückt gegen den Ellbogen, Ellbogen drückt gegen das Knie. Gleichmäßig atmen. Mit der Einatmung wieder zurück in die Stuhlposition, die Arme ziehen nach oben und ausatmen, ein bisschen tiefer nach unten sitzen. Schon das Becken gekippt lassen. Und bring die Hände zueinander und den rechten Ellbogen zur Außenseite des linken Knies. Kraft in den Beinen. Handflächen fest zueinander. Einatmen zurück zur Mitte in den Stuhl. Und ausatmen ganz vorne. Nacken entspannt. Mal durchatmen. Und wenn du jetzt den Gurt irgendwo griffbereit hast, dann nimm ihn gleich mit nach oben, wir kommen wieder zum Stehen. Gut, nehmen den Gurt immer doppelt. Und greifen ihn deutlich weiter als schulterbreit. Breiter Stand, schau, dass du schön stabil stehst. Gib mit der Einatmung den Gurt nach oben und lass ihn ausatmen nach hinten unten sinken. Gerne ein bisschen breiter greifen, wenn es in den Schultern unangenehm ist. Sehr gut. Ja, die sind ja verschiedene Längen eingestellt, gell? Ihr könnt es auch einfach nehmen und natürlich ein bisschen breiter greifen. Also einatmen nach oben. Ausatmen nach unten. Ihr solltet das Gefühl haben, dass die Bewegung schön rund ist. Also, dass es nicht schmerzt, wenn ihr die Arme nach unten sinken lasst. Noch ein letztes Mal. Schultern kreisen. Schauen, ob das in Ordnung ist. Zu beiden Richtungen. Und er greift den Gurt hinter dem Rücken. Und ja, da darf er jetzt gerne schulterbreit sein. Könntest du das im Abstand wieder anpassen. Wir gehen in die Vorwärtsbeuge mit einer Schulterdehnung. Die Knie beugen, tief einatmen und ausatmend lässt du den Oberkörper sinken, die Arme Richtung Boden.
bisschen weiter auseinander oder weiter zusammen, so dass du Dehnung im Schultergürtel spürst. Entspanne den Nacken. Lass die Hände den Gurt auf den unteren Rücken sinken und dann leg den Gurt zur Seite. Die Arme ganz entspannt nach vorne hängen lassen. Vielleicht die Schultern ein bisschen durchbewegen. Wandere mit den Füßen auseinander in eine Grätsche. Den Abstand so anpassen, dass es für dich angenehm ist. Vielleicht magst du die längs auf die Matte treten. Ja, genau. Ein bisschen zu rutschig. Die Zehen leicht nach außen gedreht. Atme ein in die halbe Vorbeuge, gerne mit Block. Und ausatmen, wieder tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tief. Schön die Rückenmuskulatur aktivieren. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tief. Leg die linke Handfläche unter dem Kopf ab. Atme ein und streck den rechten Arm nach oben Richtung Himmel. Bleib gerne hier oder leg den Handrücken auf den unteren Rücken ab. Und versuch die Schulter ein bisschen mehr Richtung Himmel zu öffnen. Weiter in den Twist, in die Drehung zu gehen. Genau, schnapp dir gerne jederzeit einen Block und stell die linke Hand auf den Block ab. Streck einatmend den rechten Arm wieder weit nach oben und finde ausatmend zurück in die ganze Vorbeuge. Gönn dir hier einen Atemzug. Leg die rechte Hand entweder auf den Block oder auf der Matte ab, atme ein und öffne den linken Arm zu. Gerne hier bleiben oder den Handrücken auf den unteren Rücken legen. In dieser Position die Schulter mehr zum Himmel aufdrehen, in den Twist. Den linken Arm nach oben, atme ein, atme aus in die ganze Vorbeuge. Tief einatmen und vollständig aus. Wandere mit den Füßen wieder zueinander in einem hüftbreiten Stand. Einatmen, die Knie beugen zum Stehen. Ausatmen, die Hände zum Herzen. Verlagere das Gewicht aufs linke Bein und heb das rechte Bein an. Finde dein Gleichgewicht. Und wir praktizieren heute Vrikshasana, den Baum, dafür
den Fuß entweder am Sprunggelenk, an der Wade oder an der Oberschenkelinnenseite platzieren. Das Kniegelenk lassen wir bitte aus. Da drückt man nicht dagegen. Gut, wenn du soweit bist, dann heb die Arme nach oben. Lass die Schultern sinken. Visualisiere, wie von deinem linken Bein ausgehend Wurzeln in den Boden wachsen. Gut. Bring die Hände zurück zum Herzzentrum. Such das rechte Bein ohne Hilfe zu lösen. Und kreise das Sprunggelenk. In Richtung wechseln. Und fädel das rechte Bein nach hinten durch und greife den Fußrücken. Die Ferse so nahe wie möglich zum Gesäß. Atme ein und streck den linken Arm nach oben. Versuch die Knie in einer Linie zu lassen. Ausgezeichnet und wieder lösen. Die Beine ein bisschen ausschütteln. Verlagere das Gewicht aus. Rechte Bein, bring die Hände zum Herzen und hebt das linke. Gleichgewicht finden. Und wenn du soweit bist, dann platziere den linken Fuß am Sprunggelenk, Wade oder Oberschenkel. Die Arme nach oben, lass die Schultern entspannt. Fußsohle drückt gegen den Oberschenkel und der Oberschenkel gegen die Fußsohle. Bring die Hände zurück zum Herzzentrum. Löse das Bein ohne Hilfe der Hände. Und kreise den Fuß. Sehr schön, dann fädel das linke Bein nach hinten durch. Greif den Fußrücken, zieh die Ferse zum Gesäß. Atme ein und heb den rechten Arm. Die Beine ausschütteln. Platziere die am Mattenanfang. In Tadasana, in der Berghaltung. Die Handflächen zeigen nach vorne. Für einen Moment die Augen schließen. Gut einrichten in der Berghaltung. Augen wieder öffnen, einatmen, die Arme hin und ausatmen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, wir bleiben hier und breiten die Arme nach hinten aus, ziehen die Schultern bewusst weg von den Ohren, spreizen die Finger, lassen die Handflächen zueinander schauen. Blick zum Boden und dann versuchen wir wirklich schön den Oberkörper parallel zum Boden auszurichten. Der Scheitelpunkt zieht nach vorne,
Steißbein nach hinten. Kraft im Rücken und in der Bauchmuskulatur. Noch ein Atemzug. Lass den Oberkörper sinken und dann zu vorne. Steig nach hinten in den herabschauenden Hüft. Und dann atme hier ein. Atme aus und fließe mit rundem Rücken in die Stützposition. Leg die Knie auf der Matte ab und komm in die kleine oder große Cobra. Atme hier ein, heb den Blick. Atme aus, herabschauen und tief einatmen. Ausatmen mit rundem Rücken in die Stützposition. Die Knie ablehnen, Fußrücken ablehnen, einatmen in den Kopf ab. Ausatmen, herabschauen. Gemeinsam einatmen. Ausatmen in den Stütz. Knie ablehnen, Fußrücken ablehnen, einatmen, hoch. Ausatmen, herabschauen. Mit der Einatmung das rechte Bein heben. Atme aus und mach einen großen Schritt nach vorne. Leg das linke Knie an. Und dann streck das rechte Bein. Flexe den rechten Fuß und dann versuche mal einen schönen langen Rücken zu machen. Beug das rechte Bein, atme ein und heb den Blick, schau nach oben. Ausatmen, das rechte Bein wieder strecken, den Fuß flexen. Einatmen, Low Lunge. Ausatmen, Crossfit. Einatmen. Und ein letztes Mal ausatmen. Wir bleiben hier für ein paar Atemzüge. Spüren uns in der Dehnung in der Beinrückseite an. Bein wieder beugen, gib die Blöcke zur Seite, wieder zurück in den Abschalten. Wenn wir hier eine Zwischenatmung. Atme ein und heb das linke Bein nach oben an. Mit der Ausatmung großer Schritt nach oben. Und das rechte Knie ablegen. Gerne wieder die Blöcke greifen. Linkes Bein strecken, den Fuß flexen. Versuchen, einen langen Rücken zu machen. Im Atemrhythmus einatmen, Low Lunge im Blick geben. Ausatmen, Half-Split, das Bein strecken, einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und noch ein letztes Mal in den Low Lunge. Mit der Ausatmung, Half-Split, wir bleiben hier. Zwei, drei Atemzüge. Gerade Rücken, den Fuß flexen.
diese Bewegung zulassen. Wandere mit den Händen nach hinten zu den Füßen. Die Füße hüftbreit, die Knie gut gebeugt. Und dann gehen wir mit den Händen rüber zur rechten Seite. Wechsel zur linken Seite. Und wieder zur Mitte. Geh mit den Händen nach vorne in den herabschauenden Hand. Leg die Knie auf der Matte ab, die Fußrücken verlassen nach der Stellung des Knies. Dann die Arme nach hinten strecken, lass die Schultern auseinanderfließen. Genieße diese Position. Genieße diesen runden Rücken. Die Länge im Rücken. Ein Atemzug. Dann streck die Arme nach vorn aus und finde mit rundem Rücken in den Vierfüßler. Schließe die Augen und dann bewege meinen Oberkörper intuitiv in alle Richtungen. Lass genau die Bewegung zu, die deine Wirbelsäule gerade braucht. Dann bring die Bewegung wieder zur Ruhe, öffne die Augen. Gib die Unterschenkel zu einer Seite und streck die Beine nach vorne aus. Wir brauchen unsere Decke, die Falten mal so klein wie möglich zusammen. Und dann sitzt sie auf der Kante. Die Füße in den Schneidersitz, sodass die Falten nahe am Schambein platziert sind. Merkt ihr, welcher Fuß vorne ist und welcher Fuß hinten. Stell die Fingerspitzen vor dir auf und dann wandere mit den Händen nach vorne, nur so weit, wie der Rücken schön lang bleibt. Und richte den Blick auf den Boden vor dir, langer Nacken, die Schultern entspannt. Versuch die Sitzbeinhöcker auf der Matte, auf der Decke liegen zu lassen. Und dann versuch einmal die Beine aktiv in den Boden zu drücken. Sehr gut. Und aus dieser Aktivität wanderst du noch weiter nach vorne. Der Rücken darf sich gerne runden. Wenn du magst, leg die Unterarme ab. Entspanne den Nacken. Und versuch die Atemzug um Atemzug in diese Position hinein sinken zu lassen.
Und du darfst natürlich gerne ein bisschen nach vorne wandern, wenn du das Gefühl hast, oh ja, jetzt gibt was nach. Behutsam den Oberkörper wieder heben. Und Drehung zur rechten Seite. Und lass mit jeder Einatmung den Oberkörper in die Länge wachsen. Und mit jeder Ausatmung ein bisschen weiter in den Twist. In die Drehung, die Schultern entspannt. Und dreh die wieder zurück zur Mitte. Und dann wechsel die Füße. Ich habe jetzt rechts vorne, ich komm rechts nach hinten und die links nach vorne. Die Fingerspitzen wieder vor dir aufstellen, lange Rücken. So weit nach vorne wandern, wie der Rücken gerade bleibt. Also wenn du das Gefühl hast, ah, jetzt fängt es sich an, die Wirbelsäule zu krümmen, dann komm gerne durch die Köln nach oben. Entspanne die Schultern und richte den Blick schräg vor dir auf den Boden. Lass die Sitzbeinhöcker schwer Richtung Matte sinken und versuch aktiv die Beine in den Boden zu drücken. Mit dieser Aktivität wandelst du weiter nach vorne, der Rücken rundet sich. Leg gern die Unterarme ab, entspanne den Nacken. Und versuch dir wieder Atemzug für Atemzug in diese Position hineinsinken zu lassen. Ausatmung abgeben, loslassen, was dir immer dienlich ist. Noch ein Atemzug. Und behutsam den Oberkörper wieder hin. In eine Drehung zur linken Seite. Komm wieder zurück zur Mitte. Gib die Decke zur Seite und finde auf deinem Weg in die Rückenlage. Nimm dir gerne einen Block mit nach hinten, den brauchen wir nochmal. Dann klemme den Block zwischen die Oberschenkel. Und stell die Fersen auf der Matte auf, sodass die Knie schön gebeugt sind. Ja, genau, drück die Hände, also die Beine sind fast gestreckt. Ja, die Knie nur leicht gebeugt. Ja, genau. Drück die Hände fest in den Boden. Drück die Fersen fest in den Boden, atme ein und heb das Becken von der Matte weg. Nur so ein Stück halt. Drück den Block mit den Oberschenkeln. Versuch gleichmäßig zu atmen. Nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Das Becken ablegen. Gib den Block zur Seite. Zieh die Beine zum Brustkorb.
die Stirn Richtung Knie heben, ganz klein einrollen. Leg den Oberkörper, den Kopf wieder auf der Matte ab und dann streck die Beine der Matte entlang nach vorne aus. Leg die Hände auf den Unterbauch und dann versuche mal, den unteren Rücken auf der Matte abzulegen, indem du das Becken nach hinten kippst, also sozusagen das Steißbein zu dir herziehst. Und dann mach die entgegengesetzte Bewegung, kipp das Becken nach vorne. Dadurch entsteht so eine kleine Wölbung an der Wirbelsäule. Und wieder nach hinten kippen, den unteren Rücken ablegen. Bauchmuskulatur aktiv. Becken wieder nach vorne kippen. Noch ein letztes Mal nach hinten, Bauchmuskulatur aktiv. Und wieder nach vorne kippen. So, dann richte das Becken wieder neutral aus. Stell die Füße auf. Matten breit. Und öffne die Arme zu den Seiten. Lass die Beine zur rechten Seite sinken und abwechselnd zur linken Seite. Die Beine gehen hin und her. Und versuch bei dieser Bewegung über den unteren Rücken zu rollen. Dann auf einer Seite. Du kannst gerne das untere Bein, den unteren Fuß auf das obere Bein legen. Das verstärkt die Drehung. Schließe die Augen. Atem und der Aufmerksamkeit in den Bauch- und Beckenraum. Spür die Empfindungen im unteren Rücken. Die Augen geschlossen und wechsel die Seite. Du darfst gerne wieder den unteren Fuß auf das obere Bein legen. Bleib mit der Aufmerksamkeit und mit dem Atem im Bauch- und Beckenbereich. Spüre auch auf dieser Seite die Empfindungen im unteren Rücken. Ein letzter Atemzug. Und dann stell die Beine wieder zur Mitte auf. Zieh sie zum Brustkorb ran. Und mach sanfte Bewegungen über den unteren Rücken. Über das
Steißbein. Stell die Füße wieder auf der Matte ab. Schnapp dir nochmal den Block und platziere den Block unter dem Steißbein. Du entscheidest, welche Höhe. Erste, zweite oder dritte Höhe. Mach so, dass es für dich angenehm ist. Lass die Arme ganz gemütlich zu den Seiten sinken. Stell die rechten Zehenspitzen wieder auf und streck das linke Bein nach oben aus. Freunde die Zehen. Wieder lösen, die Fußsohlen ablegen und den Block zur Seite geben. Die Beine nochmal zum Brustkorb ziehen als Ausgleich. Die Stirn Richtung Knie legen. Und wenn du dich im Rücken fit fühlst, dann greif gerne in die Kniekehlen und roll ab einmal über die Wirbelsäule. Lass das Kinn an der Hals vor der Seite. Runder Rücken. Wenn es Schmerzen verursacht, dann lass die Übung bitte aus. Wir treffen uns dann im Sitzen und richten uns her für unser wohlverdientes Shavasana. Schnappt euch gerne da vorne Lavendelkissen, wenn ihr willst.
Aufmerksamkeit nach innen.
Atme tief und bewusst ein und hörbar aus. Finde mit geschlossenen Augen in eine sitzende Position. Unsere gemeinsame Yoga-Praxis mit einem Om. Dafür atmest du tief ein und vollständig aus. Gemeinsam ein. Senke den Kopf Richtung Fingerspitzen. Verneige dich vor dir und vor den anderen. Bedanke dich bei deinem Körper, bei deiner Atmung und vor allem bei dir selbst. Dafür, dass du dir die Zeit geschenkt hast. Öffne blinzelnd die Augen und heb den Blick. Namaste. 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 Dankeschön. Dankeschön. Herzlichen Dank.